Am 1. März 2020 eröffnete der ehemalige Bundesminister Dr. Rudolf Seiters die Reihe der Fastenpredigten in St. Dionysius im Rahmen der 500-Jahr-Feierlichkeiten. Pfarrer Thomas Lemanski begrüßte die Anwesenden und stellte mit einer kurzen Rückblende das Thema der Predigt vor. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Herr Dr. Seiters, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder gemeinsam. Es ist für uns alle eine wirklich große Freude und es ist überhaupt nicht übertrieben, zusammen auch eine große Ehre, dass Sie, Herr Dr. Seiters, heute Abend der erste Fastenprediger sind in unserem großen Jubiläumsjahr. Ein halbes Jahrtausend sieht diese Kirche schon auf ihre Fertigstellung zurück. Dass so viele Menschen gekommen sind, unterstreicht das, was ich eben gesagt habe. Und ich bin mit Ihnen, Christen und Brüder, überzeugt, dass wir von Herrn Dr. Seiters heute Abend nicht nur ein politisches Zeugnis zu diesem Thema, die Würde des Menschen ist unantastbar, hören werden, sondern aufgrund ihrer These auch ein christliches Glaubenszeugnis. Herr Dr. Seiters, Sie haben in Ihrem politischen Wirken besonders mit daran gearbeitet, dass über unserem gesamten Land wieder eine Fahne wehen kann. Sie haben ganz große Dinge getan für die deutsche Einheit und ganz sicherlich haben Sie, Schwestern und Brüder, Bilder vor Augen, wo Bundeskanzler Helmut Kohl und eben auch Dr. Seiters zu sehen waren in diesen Jahren, in denen zwei Staaten wieder zu einem Land zusammengekommen sind. Ich wünsche Ihnen eine gute Andacht, ein gutes Hinhören und eine gute Stärkung. Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer... Nach der Lesung ergriff dann der in Osnabrück geborene Dr. Rudolf Seiters das Wort. Sehr geehrter Herr Pfarrer, lieber Herr Lemanski, liebe Gemeinde, liebe Mitchristen. Eine Fastenpredigt zu halten ist für einen Politiker und ehemaligen Politiker etwas Besonderes. Zumal, wenn es sich um ein so großes Jubiläum handelt, das Sie in diesem Jahre feiern. Sicher ein Anlass zum Innehalten, zur Rückschau, zur Besinnung, mit Blick auf die heutige Zeit und ihre Herausforderungen außerkirchlich und innerkirchlich. Die Welt um uns herum ist unruhiger geworden, gefährlicher. Bürgerkriege, Flüchtlingsströme, Kriminalität, manch neuer Nationalismus, Sorge um das Klima. Und innerhalb der katholischen Kirche haben wir die lebhafte Diskussion um Reformen und den synodalen Weg. Denn wer glaubt, ist niemals allein. So möchte ich auch mit Blick auf mein heutiges Thema, die Würde des Menschen ist unantastbar,
Bezug nehmen auf die sogenannte goldene Regel der Bergpredigt. Niedergeschrieben im Matthäusevangelium, das sicher eine der wichtigsten Aussagen der christlichen Botschaft enthält. Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Als sie dem neuen Staat eine Verfassung gaben, vom Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen und formulierten Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Als dann 1990 die Wiedervereinigung kam, wurde dieser Artikel des Grundgesetzes auch von den erstmals frei gewählten Abgeordneten der Volkskammer in der ehemaligen DDR unverändert übernommen. Weil es meine feste Überzeugung ist, dass Menschen mit Gottvertrauen immer auch auf ihre Mitmenschen blicken und unfähig sind, die Würde anderer Menschen zu missachten. Sinnbild dieses Gottvertrauens ist das genannte Gedicht, das Sie alle kennen. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch einmal, wer glaubt, ist niemals allein. In diesem Sinne wünsche ich St. Dionysius, den Priestern und Diakonen, den kirchlichen Helfern, den Laien ein schönes Jubiläumsjahr mit einem fruchtbaren, lebendigen Dialog über die Herausforderungen, die sich heute der Kirche und den Gläubigen stellen. Und Ihnen allen wünsche ich weiterhin ein gutes und gesundes Jahr 2020. Also in diesem Sinne gemeinsam das Jubiläumsgebet. Treuer Gott, Vater im Himmel, weder im Himmel noch auf der Erde gibt es einen Gott wie dich. Du stehst zu deinem Bund und erweist deine Güte und Liebe allen, die dir mit ungeteiltem Herzen dienen. Im Jubiläumsjahr unserer Pfarrkirche danken wir dir, dass du dein Versprechen gehalten hast. Sehr geehrter Herr Dr. Seiters, Sie haben es an dem spontanen Applaus gemerkt. Das, was Sie gesagt haben, hat viele Menschen erinnern lassen an geschichtliche Entwicklungen, die zur Biografie von vielen hier in der Kirche gehören. Sie haben auch noch mal in uns verstärkt, dass wir auch in Rheine mit einigen Dingen auf einem guten Weg sind. Herr Dr. Seiters, Ihnen noch einmal ein ganz großes Dankeschön für Ihr Hiersein, für Ihre Worte, für das, was ich vorhin sagte, für Ihr politisches Zeugnis, aber auch für Ihr Glaubenszeugnis als Christ von uns allen. Ein herzliches Dankeschön. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Heimweg gleich, einen guten Abend. Wer möchte, kann gleich auch noch etwas schaukeln. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch auf die Fürsprache des heiligen Dionysius,
an Leib und Seele der lebendige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Zum Schluss dieses wunderbaren Auftaktes der Fastenpredigten war noch ausreichend Zeit für informative Gespräche, sich die Installation des Künstlers Mario Haunhorst anzusehen und natürlich auch, um in der Kirche zu schaukeln, zu zweit auf der Doppelschaukel.